Guten Abend, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Fischelberg mit dem Günther. Moin, Manni. Günther. Manni. 6.37 Uhr. Du sitzt auf meinem Platz, was ist da los? Kann ich dir sagen. Erstens habe ich dann die Kontrolle übers Blonde, über die Kippen und über den Erich. Und über Licht. Und übers Licht. Dafür mummel ich jetzt deine Schlagersüßtafel. Das kannst du morgen. Da habe ich nämlich noch eine ganze, ganz viel mehr. Nämlich Günther. So, ey Günther. What money? Wir müssen, also pass auf, ich habe einen Benäder angerufen, gell? Ja. Ich hab, was redest du hier schon wieder mit der Kettensäge rum? Lass den Baum in Ruhe. Günther! Was machst denn du? Hör doch mal auf. Junge, der Bestandsschutz, den können wir nicht einfach fällen. Ich dachte, er fällt genauso hier rein, so. Pupp, sag mal, Mensch, ey. Schämst du dich noch nicht ein bisschen? Hör mir doch mal zu. Ja, was denn? Ich hab einen Beneder angerufen. Oh, nee, warum? Na, wegen den, wir haben doch aufgeräumt. Ja, was sagt er? Naja, ich hab gesagt, Junge, wir haben alles sauber, du kannst kommen. Wir brauchen das Geld. Wir sind Black Go Mio. Verstehst du? Da soll reinkommen, also ein bisschen Kohle. Ja. Komm Günther, wir müssen heute auch mal ein bisschen zuppeln. Wir müssen das Holz verkaufen hier. Wir fahren erst einmal die Geräte zurück, alle. Manni. Günther. Und kein Bock. Ach, Günther, es war so schön. Zoll auf. Komm. Hä? Günterchen. Meinst du nicht? Noch ein bisschen. Ja. Noch ein bisschen Motivation zeigen. Ich gebe mein Bestes, aber ich kann nichts versprechen. So. Lädst du meinen Biber auf? Oh Mann, ich warte doch mal selber. Ja, aber ich fahre doch hier die Mulde zurück. Ja, dann lade ich den Biber auf. Wo wollen wir das Hackschnitzelchen hin tun? Verkaufen. Wo denn da? Lager. Wo? Lager. Wo? Lager. Wo? Im Lager! Genau, mach nicht mein Dialekt, Blöde. Ich hab das schon verstanden. Die Frage ist, wo? Weiß ich nicht. Frag doch mal deine Bauerkraft. Genau. Was willst du? Warum machst du mich blöde? Das hast du sonst noch nie gemacht. Buddy! Okay, bis jetzt war immer. Ja, fast unter den Reifen bin ich gekommen, wenn ich zur Seite gehüpft wäre. Genau. Buddy. Das war doch mal kein Problem. Oder mit meinem Dialekt? Was fängst du denn so an jetzt? Buddy! Buddy, alles gut. Na, was fängst du denn jetzt so an? Mag dein Dialekt. Das war doch mal kein Problem sonst. Der ist auch kein Problem. Naja. So, jetzt haben wir das geklärt. Die Bauer. Ich kann dir auch mal die Schildmütze vom Kopf boxen, Junge. Ich Bauer und hau rein jetzt. Ja. Arschloch. Manni. So. Kannst du gar nicht gehört haben. So. Wo soll ich denn jetzt das Hackschnitzel verkaufen? So. Moment. Gieße. Verkaufen. Ja, schau, Günther. Ja, Moment bitte. Ja, Günther. Beim Sägewerk hieß das verkaufen. Da kriegst du 300 Euro den Liter. Ich könnte es aber auch einlagern. Manni. Günther. Du weißt doch, was wir haben, Hammer. Sag ich immer. Ja, ich muss. Wofür brauchst du den Scheiß? Oh, ich fahr's zum Sägewerk, Mann. Geh mal schon im Sack. Wir haben oben noch genug Sägespäne. So. Sägewerk, Günther. Sägewerk, Günther. Günther. Was? Da sollte dir ein Schauer über den Nacken laufen, sollte dir da, aber was für einer, ein schauriger. Du. Günther, wenn du das Wort Sägewerk im Mund nimmst. Dort des Übels ist das.
Kannst du dich gar nicht mehr erinnern? Hast du schon wieder weggesoffen oder was? Ja. Doch, was denn jetzt? Ja? Mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn du dich anhaust. So. Bist du denn das Hesenhäppchen mit Boobs oder was? Hä? Bisschen, ne? Ja, ein bisschen, Günther. Hast du dich mal gerochen, deinen Rachengammel? Das ist immer, das ist der Kater vom Vortag. Ja, ist der Kater vom Vortag. Ist nicht schön, wenn einer ständig nach aus dem Maul riecht. Das riecht ein bisschen nach Erbrochenen und Bier, das ist schöner Geruch. Ja, mit Kippe. Mit Tabak, genau. Ja, mit Kippe. So, das ist nicht schön, Günther. So nicht. Ja, warum, wenn das schön ist, wenn du ihn anhauchst. So. Aber kannst du dich noch erinnern, Günther Sägewerk? Ja. Da würden sie dich kalt machen, Günther. Ach, hätten sie nie geschafft. Bei dem Muskel aus Stahl hätten die... Du Kreuzschnauze. Geheult hast du wie so ein kleines Mädchen. Ich hab nicht geheult. Geheult hast du. Hab ich nicht. Na klar, ich hab's gesehen. Hüchs. So groß mit Hut warst du, Günther. So groß mit Hut. Manni, bring doch das Geld. Manfred, die machen schlimme Sachen mit mir. Manfred, komm, schnell. Bring doch das Geld. Denk doch an meine Frau. Ja. Denk ich öfter wie du, Junge. Geheult wie ein Mädchen. Und nur die große Klappe. Sagst du wieder nichts mehr, gell? Mir ist der Biber runtergefallen. Da ist der Biber runtergefallen. Ja. Aber sonst geht's ja gut, oder? So, warte mal, wo wollen die das hinheim? Ach, mein! Ist ja einer! Hallo! Hier steht's ja, wer parkt denn so ins Auto, sag mal! Die sind doch voll steif hier. Hallo? Ach, hier hinten wahrscheinlich. Sag mal, ist ja Pause oder was? Das kann doch nicht sein. Günther, das Sägewerk ist aber noch im Betrieb, oder? Weil ihr arbeitet keiner. Manni ist auch Sonntag 6.45 Uhr, ne? Ja, aber, Sind nicht alle so bekloppt wie du? Es ist nicht Sonntag, es ist Mittwoch. Und sind nicht alle so bekloppt wie ich? Also, Günther. Ich würde fast behaupten, so eine Arbeitseinstellung wie dir haben, könntest du dich glatt bewerben, hä? Ja, Sonntag, Mittwoch, wo ist der Unterschied? Ja, bei dir gibt's da keinen Unterschied, ich weiß schon. Sag ich dir doch. Machst du auf jeden Fall Mittwoch genauso wenig wie Sonntag. So. So, ich gebe erstmal ein bisschen Geld aus. Was machst du? Geld ausgeben. Nee, das machst du nicht. Warum nicht? Na, hör doch auf, für was denn? Ich wollte einen Kercher kaufen. Och, Günther, Mensch, wann mit dem Wasserschlauch? Nimmst einen Schwamm, seifst schön ein und einen Wasserschlauch und dann machst du da vorne einen Daumen drauf und da spritzt auch weit. Du musst den Daumen richtig drauf drücken vorne. Auf den Schlauch, Günther. Bist du ein Geizpimmel? Das hat doch nichts mit Geiz zu tun. Guck doch mal auf unseren Kontostand. Mann. Ich kann so nicht mehr arbeiten. Oh. So, guck mal. Ich mach Geld, Günther. Ich mache Geld. Das ist der Unterschied zwischen uns. Du gibst es immer noch aus und ich muss es immer neu. Ich muss immer Geld verdienen, nämlich. Sag mal, wo bist denn du? Am Sägewerk, Günther. Hör mal, du kommst ja bei der Katja vorbei. Bring mal ein paar Bierchen mit. Ja, ich bring dir noch ein paar Bierchen mit. Die kannst du nach deiner Arbeitszeit selber holen, mein Freund. Und in Zukunft sag ich dir auch eins, gell? Bis 15.15 Uhr arbeiten und 16 Uhr schreiben, das fällt aus, mein Lieber. Gell? Ja? Auch wenn nichts mehr zu tun ist, da schreibst du auch nur bis 15.15 Uhr. Da hängst du halt meist noch dran, die halbe Stunde oder Stunde. Denke doch mal ein bisschen im Sinne der Firma, Mensch. Ja. Na was denn? Ja. Das ist doch so. Ja. Kommst du jetzt zum Hof? Ja, ja. Na freilich komm ich jetzt zum Hof. Na hau mal rein da. Lass mal was gucken hier. Da bleibt der wieder da hinten stehen. Manni. Was hab ich dir nur angetan? Das frage ich mich oft. Das frage ich mich oft, das kannst du wissen.
Ich arbeite hier gerade auf dem Hof wie ein Tier. Das siehst du mal wieder nicht. Nee, ich sehe schon nicht mehr. Da könnte ich dann unverändert. Wie ein Tier arbeite ich. Ah. So, ich gebe jetzt noch schnell die Mulde mit einem ID-Rammer zurück. Gell? Ja, du kommst zum Hof. Na klar, komm ich dann zum Hof. Den musst du aber zurückgeben, der kostet doch Miete. Aber doch heute nicht mehr. Na, biegst falsch ab. Der Weg ist doch viel länger. Der ist nicht länger. Erzähle ja nicht. Außerdem komme ich hier oben an den schönen Plätzchen vorbei. Da tue ich mich immer mal ein bisschen abreagieren. Oh, bring mal ein paar Plätzchen mit. Plätzchen. Was? Ein Plätzchen. Ein Ort, wo man mal ein schöner Ort, Günner. Nicht schon wieder ans Fressen denken. Und sag doch Ort und nicht Plätzchen. Es ist aber ein schönes Plätzchen. Och, na gut. Guck an, ja, och. Schlängern, der schlängert. Was ist denn los? Warum schlängert er denn jetzt? Sag mal. Meine Fresse. Es gibt doch. Günther! Was? Doch schlängert! Ja, der will auch die Plätzchen essen, deswegen. Sag mal, was ist denn los hier? Manni? Ja, genau. Oh. Ja, genau. Oh. Ja, genau. Wie sieht das denn aus mit Ostern? Ist da frei? Am Feiertag ist frei, ja, ja. Ah, oh, gut. Also am Feiertag, ja. Warum denn? Ja, ja. Warum denn? Möchte ganz gerne den Samstag als Urlaubstag eintragen, ne? Das okay? Ein Samstag kannst du als Urlaubstag eintragen, ne, freilich. Oh, echt jetzt? Samstag kannst du eintragen, ne? Oh, okay. Ja. Kannst du mal sehen, wie ich zu dir bin? Wie eine Mutter. Da hat er wieder sowieso einen Hintergedanken. Ist dein Urlaub aber rum dieses Jahr, gell? Was? Ich sag, dein Urlaub ist dann rum dieses Jahr! Nuschelig! Ja, Plätzchen, Power, Bauer, ich weiß nicht, was du da immer quatscht. So, ich hab das jetzt zurückgegeben, Günther. Warte mal. Ne Sache mal. Och, guck mal. Warte mal. Mach Geld. Günther, der hatte was Neues. Den? Was Neues im Shop? Was denn? In Mercedes, in Unimog. Den 406er, Günther. Den wir mal gesehen haben auf der Messe hier. Guck mal, der eine auf den Sachen kann der hier zum Auswählen. Bist du jetzt mit deiner Werbevater fertig? Komm zum Hof und helf hier mit. Sag mal, was kostet der in der vollen Ausstattung? Warte, ich gucke. So, Moment. Oh, 51.000. 750. 51.000. Pass auf, ich gucke mal, was wir beim Holz rauskriegen. Und sagst du, Günther, aber nicht, gell? Ich hol den ab, ich denke mal, das wird was. Das ist gut. Gell, aber sagst du, Günther, nicht. Da wollte nämlich ein Kerl schon, das hab ich nicht erlaubt. So, Günther, ich komme zurück zum Hof. Ja, ich hab noch ein kleines Schwätzchen gemacht, ja, Mensch, am Händler. Man muss doch den Kontakt durchpflegen. Da auch mal was Neues rein, da macht so. Oh, bremsen, Günther, Manfred. So, ja, was denn? Och, da fahr doch auch hier rein, du Vollidiot! Hättest du mich schon was rauslassen können? Siehst du das schon? Ich steige aus, Junge. Ich hämmer dir eine. Mensch, ins Killer, ey. So, ein Wegwurf. So. Arschloch. Nur Idioten hier. Genau, ich komme jetzt zurück. Ich habe noch ein Schwätzchen gehalten, ja. Genau. Was ist denn jetzt mit dem Kercher? Na nicht. Ist mit dem Kercher. Wir sind Blitz und Blanco. Und außerdem müssen wir sparen. Ein bisschen was. Okay. Ein bisschen was müssen wir sparen, Günther. Ungefähr 52.000 müssen wir zusammen sparen. Ja, wie warum? Wie warum? Naja, dass wir das zwischen Jahresabschluss, zwischen Steuern. Das Finanzamt will doch auch was. Hör schon mal her. Davon weißt du freilich nichts. Hä? Kann ich immer nur ausgeben, muss man was denn, ne? Steuern müssen wir auch zahlen in der Firma, Günther. Ja. Wir können ja, Günther, wenn wir, wir können ja gucken, wenn du, ich denke, du verkaufst das Holz. Was ist denn hier, die Bude steht doch! Sag mal, hockst du im Bauwagen? Sag mal, schere dich hier raus, ich lockere dir eine! Was? Du sollst das Holz verkaufen! Was hast denn du gemacht?
Du riechst doch noch Kippe hier drinne. Und das Bier steht offen auf dem Tisch. Und ich sage, sie ist einfach so. Sag mal, du hast sie wohl nicht mal alle oder was? Palli, das ist alles. Mach dir Schneien in die Karre. Das ist ganz anders als du denkst. Nur ganz anderes. Junge, eine halbe Stunde länger heute gleich. Ich hatte einen Schwindelanfall. Ja, du schwindelst öfters mal, hä? Palli. Ne, Kinder? Mir ging's nicht gut. Ja, da geht's gleich viel schlechter noch. Du, ich fertig bin. Ach, und hier, den Biber auch wieder einfach hingestellt, Mensch. Ist doch scheiße, ist das doch. Heul mal leise, du. Kennst mich mal. Kreuzweise. Hockt der am Bauwagen schon wieder. Mensch, es ist nicht schon mal halb so weit. Da sitzt doch schon wieder da drinnen, hat die Kippe an. Und du sollst auch nicht im Bauwagen rochen. Das habe ich dir schon ein paar Mal erzählt. Ach, ich soll so vieles nicht. Ja. Mensch. Ist nicht Raucherschutzgesetz, mein Freund. Für Raucherschutzgesetz? Nicht Raucherschutzgesetz. Was ist denn das für ein Bums? Ja, das willst du freilich nicht. Du nimmst ja keine Rücksicht auf andere Menschen. Vor allem nicht auf mich. Nimm doch mal Rücksicht auf mich. Ich muss doch meine Sucht auch befriedigen. Du bist so ein Egoist. Es ist dasselbe wie mit den Frauen. Schreit um Gleichberechtigung, aber wollen immer was anderes haben. Halt mir die Tür auf, Billy. Das ist halt Gentleman-like. Aber im nächsten Anzug schreien sie, ich bin emanzipiert. Oder wie auch immer das heißt. Das Einzige, was... Ne, ist schon so. Ha? Gut. Das Einzige, was... Das ist... Mal Feierabend jetzt. Genau. Du hängst es hinten dran heute. Ich schwöre, Fuchsteufelswild. Ich hänge ja gar nichts. Nee, doch, es reicht langsam. Alte Marotten reisen wieder ein. Genau so wusste ich. Ich wusste es ganz genau, dass das nicht der Günther ist aus den letzten Tagen. Ich wusste es ganz genau. Die alten, ja, die Klamotten, die alten reisen wieder ein, ey. Na, warte mal ab. Da kannst du den Samstag gleich wieder austragen, deinen Urlaub. Nein, warte. Ja. Ich arbeite. Lonnere die Baumstämme jetzt dann ein, du. Mach ich. Das gibt's doch nicht, ey. Alter! Manni, ist alles okay? Manni! Günther! Komm da raus! Ich glaube, ich bin im Himmel. Günther, ich sehe nur noch einen Himmel. Bin ich tot? Manni, geht's dir gut? Günther, bin ich tot? Ich rette dich, warte. Günther, ich sehe den Himmel. Manni, ist es vorbei? Gut. Alles gut. Bleib ruhig. Nicht bewegen. Oh. Manni, alles gut. Komm mal mit, wir gehen jetzt in den Bauwagen. Und dann ruhst du dich erstmal aus. Komm mit. Machen wir auch aus. Manni, komm mit. Komm hier an Günis Hand. Komm, ich bring dich in den Bauwagen. Mir fehlen sämtliche Worte. Ich hab gar keine Worte dafür. Manni, ich verwechsel manchmal Gas mit Bremse, deswegen kam das so um die Ecke gedüst. Komm, setz dich um. Nee, mit dir setze ich mich nicht mehr an den Tisch. Ich hock mich hier in die Schubkarre. Mach das. So. Hör mir deine Briefe hier im Bauwagen, wenn der nicht da ist. Ah. Erstmal eine Zigarette. Ich sehe, dass du qualmst da drinnen. Buddy. Ja. Gar nicht wahr. Doch, ich sehe das. Siehst du nicht? Doch, das sehe ich. Ich hab Licht aus. Mach die Kippe aus. Weil Abi. Kommst du jetzt rein? Genau, ich sehe, dass du den Arsch abgenommen hast. Manni, danke. Jetzt komm rein. Du. Genau, du qualmst. Und ich gehe nicht da rein, wenn du qualmst. Gut. Da komm ich wieder heim und der sitzt mich wieder da angefallen. Hä? Kinder? Manni, hast du wieder geraucht? Hm? Ich riech's doch.
Hm, Günther, wegen dir oder was diskutierst du da immer noch rum? Mach das Brett auf, mach die Kippe aus. Günther, 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 Günther. Achso. Boah, sag mal, bin ich doch auf die... Ah. Hängen ehrlich hin. Ich klopp dir die Mütze vom Helm. Meine Fresse, Alter. So langsam krieg ich echt schlechte Laune hier, Günther. So. Kennst du die Geschichte von Hänsel und Gretel? Ja. Wir haben ja auch so einen Ofen. Wenn du willst, kannst du auch klein hacken und da drinnen verbrennen. Häng ja auch schön. Mann. Und lass den hängen jetzt. Ja, ja. Günther! Okay, nee, 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 nee. Nee. Nee, nee, ist vorbei. It's over, Günther! It's over! Das ist over! Hm? Start again! Komm jetzt! Kennst du mich mal? It's over! Schnell zu voll. Dann sagst du jetzt tschüss, dass ich mich feiern machen kann. Was haben wir denn jetzt? Ja, 21 Minuten, 21 Überstunden. So. Ich mache jetzt wirklich Feierabend. Ich überlege mir ganz genau, ob ich Freitag überhaupt mit dir rede, Günther. Das ist, der Bogen ist überspannt. Ja, da ich ist der Bogen. Ach, ich sag nicht mehr, ja, es bringt ja nichts. Ich kann schon mit der Blüschentapete reden. Ja, hast du deine Erich. So, in diesem Sinne, lass Däumchen da. Tschüss. Tschüss.